Im Jahre 1911 stand Europa bereits kurz am Rande eines Krieges, als sich Frankreich und Großbritannien in der sogenannten Marokko-Krise durch die Stationierung des deutschen Kriegsschiffs SMS Panther vor der Hafenstadt Agadir bedroht fühlten. Ein letzter diplomatischer Versuch, das Wettrüsten mit dem Deutschen Reich zu stoppen, misslang Großbritannien 1912. Die Diplomatie versagte auch, nachdem der österreichisch-ungarische Thronfolger, der Erzherzog Franz Ferdinand, am 28. Juni 1914 im bosnischen Sarajevo einem Attentat zum Opfer fiel und Österreich-Ungarn daraufhin Serbien den Krieg erklärte. Die Diplomaten konnten eine Kettenreaktion der Bündnisse nicht mehr verhindern. Russland machte mobil, Deutschland erklärte Russland und Frankreich den Krieg, woraufhin auch Großbritannien Deutschland den Krieg erklärte. Somit begann im Sommer 1914 der Erste Weltkrieg. Die Epoche des Imperialismus neigte sich damit ihrem Ende zu.